Hallo alle zusammen und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Let's Play Pokémon Omega Rubin. Heute starten wir den Part auf dem Dach des Kaufhauses als Höhenranger. Ich war, unschwer zu erkennen, einkaufen nach dem letzten Part und dachte mir, wir müssen den Part unbedingt hier starten, bei diesem schönen Aufsteller. Also ich mag ja solche kleinen Details total gerne. Und ja, deswegen dachte ich mir, fangen wir den Part mal so an. Und ja, ich war wie gesagt einkaufen, ich habe ein paar Gegengifte gekauft, Tränke und sowas. Habe auch bei den TMs vorbeigeschaut. Allerdings haben die überwiegend so sehr starke Angriffe. Donner, Blizzard, Hyperstrahl, Gigastoß, sowas halt. Und vieles davon lernen wir sowieso noch. Auf Level 45, glaube ich. Und da die TMs hier doch sehr, sehr teuer sind, habe ich es nicht so ganz eingesehen, dafür jetzt Geld auszugeben. Und andere Sachen wie Hyperstrahl oder so, ich weiß nicht. Also ich glaube, wir können auch ganz gut unter diese mächtigen Attacken auskommen. Wenn ich irgendwann das Bedürfnis habe, mir doch noch irgendwas davon zu kaufen, kann ich es ja machen. Aber erstmal, glaube ich, sind wir ganz gut aufgestellt mit dem, was wir haben. Hab das Team natürlich auch umgestellt, hab Flamly und Tropius wieder auf die Box gelegt. Denn wir wollen ja heute zum Pyroberg. Und da können wir auch zu Fuß problemlos hin und da gibt es auch keine Zerschneiderbüsche. Zumindest im Pyroberg selbst nicht, auf dem Weg dorthin schon. Aber das Item kann da ruhig liegen bleiben. Ich weiß nicht, was es ist. Aber es kann sich gerne irgendwer anderes dann holen. Ja, wir haben beim letzten Mal die ganze Route südlich vom Pyroberg gemacht. Das waren ja doch einige Trainer letztendlich, mehr als ich gedacht hätte. Und heute geht's rein in den Pyroberg. Wir wollen ja immer noch Team Magma aufhalten. Das ist aber sowieso so eine Sache, die in Videospielen sehr, sehr oft der Fall ist. Oh, wir können jetzt zum Endboss oder wir können irgendwelche ganz wichtigen storytechnischen Missionen machen und das Schicksal der Welt liegt in deinen Händen. Machen wir erstmal Sidequests. Also, ja, das ist sehr oft der Fall und ich habe immer so ein bisschen ein schlechtes Gewissen, dann wirklich erst optionale Sachen zu machen und nicht die Welt zu retten. Aber es ist nur ein Spiel und wenn das Spiel mir das anbietet, dann spare ich mir das Beste auch für den Schluss auf. Und deswegen mache ich das hier eigentlich auch meistens so, dass ich wirklich erst bis Segras Ulb durchlaufe, mich da umschaue, dann alle Trainer noch mitnehme unterhalb des Pyrobergs und dann gehe ich erst hier hin und kümmere mich um Team Magma. Das sieht aus wie so ein Schattenstoß, die Geheimpower hier. Gyroball. Okay. Du hast interessante Attacken, mein liebes Stern, du. Ja, also wie gesagt, Pyroberg ist eigentlich meistens bei mir die letzte Station. Manchmal, also zumindest in Rubin, Saphir, Smaragd, manchmal bin ich erst rausgegangen und dann rein. Oder eben umgekehrt. Ugh, Groink. Ich glaube, der Surfer sollte ganz gut funktionieren. Ist, glaube ich, somit das Stärkste, was wir haben. Aber ich glaube, hier hat man ja gar nicht so die Wahl, ob du erst raus oder rein willst. Das haben sie ja so ein bisschen umgebaut, sag ich mal. Aber ist ja auch vollkommen egal. Ich will sowieso alle Trainer mitnehmen. Und die paar Minuten kann Team Magma dann auch noch warten. Da sehe ich nicht das Problem. Ich meine, hey, sie wollen das urzeitliche Pokémon wiedererwecken und so weiter, aber hey. So ein bisschen können sie auch noch auf uns warten. Stell mir das sehr lustig vor. Duh. Wie Team Magma so oben auf dem Pyroberg sitzt und ein Picknick veranstaltet und quasi darauf wartet, dass ich endlich eintrudel. Das stelle ich mir sehr schön vor. Habe ich irgendwas gegen Verwirrung? Ich habe bestimmt Hyperheiler. Auch wenn ich jahrelang nicht gewusst habe, ja, dass Hyperheiler auch gegen Verwirrung sind da oben. Das habe ich irgendwann festgestellt. Ich weiß gar nicht, ob ich es irgendwo gehört oder gelesen hatte oder ob ich es selbst gemerkt habe. Aber das war so... Kannst du auch was anderes machen? Das war so die Erkenntnis des Jahres vermutlich. Hyperheiler heilen Verwirrung? Das ist schon ganz praktisch. Gut, später hatte man noch die gelbe Flöte. Aber so anfangs... Dieses Groink! Kannst du bitte mal was anderes machen? Ich habe genug Hyperheiler. Also, ich weiß nicht, wie viele Taumeltänze hast du? 20? Dann habe ich vielleicht nicht genug Hyperheiler. Aber kannst du bitte mal was... Dieses Groink, ne? Es ist einfach nur ein gigantischer, hässlicher Troll. Also ich finde... Es guckt halt in dieser Gen auch nicht so toll. Es guckt halt schon so, ich nerve dich jetzt zu Tode. Na gut, vielleicht können wir dich ja...
Yo, Taumeltanz Erholung. Yo. Versuchen wir einfach, das Positive zu sehen. Ich meine, wir sind ja auch an einem ziemlich düsteren Ort im Pyroberg. Es ist ja nun mal ein Pokémon-Friedhof auf Friedhof, auch wenn ich es als Kind nie so wahrgenommen habe. Weder in Lavandia noch hier am Pyroberg. Es war für mich einfach ein Geisterturm. Und dass hier auch Pokémon ruhen, die verstorben sind, das habe ich nie so in Betracht gezogen. Da war ich irgendwie einfach so ein bisschen, weiß ich nicht, zu unschuldig und zu naiv für als Kind. Ich meine, ich habe Pokémon Rot gespielt, da war ich 7. Da habe ich mich mit dem Thema noch nie so auseinandergesetzt. Das wurde mir dann erst später klar. Also wir sind in einem ziemlich düsteren Ort. Und es ist natürlich nicht richtig, hier zu kämpfen, aber es ist auch nur ein Spiel. Das muss man also dann auch nicht zu eng sehen. Ich glaube, so in echt würde man auf dem Friedhof jetzt nicht gerade Pokémon-Kämpfe austragen. Hoffe ich. Und zusätzlich haben wir noch dieses unglaublich nervige Groink. Kohaku, bitte. Kohaku. Also Groink ist so mein Nemesis in diesem Projekt, ich merke das schon. Die Sache ist, wenn ich jetzt einen Hyperheiler benutze, kommt doch garantiert wieder Taumeltanz. Weil er ist ja auch schneller als ich im Normalfall. Das ist so nervig. Na, 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 Kohaku, du schaffst das. Nein. Oh. Also, es fällt mir wirklich schwer, das Positive daran zu sehen, wenn ich mir die ganze Zeit nur selber auf die Nase haue. Dieses Groink. Das letzte Groink war schon so nervig. Und das hier, Taumeltanzerholung. Ey, es ist so typisch Pokémon. Es gibt einfach solche Kämpfe. Lehmbrühe. Ne, ich hab Surfer. Es gibt so Kämpfe, die sind einfach nur übelst nervig und du sitzt davor und denkst dir nur so, nein. Das war einer davon. Definitiv. Aber gut, das Groink ist weg. Ich hoffe, ich werde so bald keinem anderen mehr begegnen. Und ja, wie gesagt, versuchen wir das Positive zu sehen. Das ist sowieso mal das Beste, was man machen kann. Ich meine, es ist sowieso so ein Phänomen. Ich weiß nicht, ob es aktuell generell verbreitet ist. Hatte ich? Moment, mit dir habe ich geredet. Mit dir hatte ich geredet. Was ist mit dir? Achso, du willst auch noch kämpfen. Ich weiß halt nicht, ob es generell so ein Phänomen ist, so überall auf der Welt, oder ob so ein Internetphänomen ist. Aber ich habe immer so das Gefühl, du, egal wo du hinguckst, es gibt immer irgendwen, der schlechte Laune hat. Ich weiß nicht, das fällt mir so die letzte Zeit immer mehr auf. Wie gesagt, ich weiß auch nicht, woran es liegt. Ich meine, es passiert auch immer viel Schlimmes auf der Welt natürlich, aber ich meine, es ist normal, dass man sich auch manchmal über Kleinigkeiten aufregt und dass man sich von Kleinigkeiten die Laune verderben lässt. Sei es jetzt, du hast eine schlechte Note geschrieben in der Schule. Du hast dir den kleinen Zeh irgendwo angehauen, was übrigens verdammt wehtut. Oder deine Haare liegen heute nicht so schön, wie sie sollten. Es sind so Kleinigkeiten, die uns manchmal so ein bisschen runterziehen, wo die Welt nicht von zusammenbricht, aber wo man sich dann denkt, Also klar, das kennt, glaube ich, jeder. Und ich glaube, es ist auch vollkommen normal, dass einen solche Sachen auch nerven und teilweise auch mitnehmen. Du bist nicht die, die ich suche. Okay. Und ich denke auch, das ist was, was man nicht unbedingt, ja, so unterdrücken kann. Man kann natürlich immer versuchen, alles positiv zu sehen, aber es wirft einem manchmal aus der Bahn, auch solche Kleinigkeiten. Und das ist auch vollkommen normal, wie ich finde. Und ich finde, es ist auch ganz wichtig, dass man seinen Frust und seine Trauer dann auch rauslässt. Auf dem Faden des Pyrobergs kreucht und fleucht alles Mögliche. Ah, ein Schutzband. Aber ich habe auch manchmal solche Phasen, wo ich mich von jedem Scheiß runterziehen lasse. Warum auch immer. Aber ich versuche mir das immer so ein bisschen abzugewöhnen, weil ich finde einfach, wenn man immer diese Alles-ist-Scheiße-Einstellung hat, dann ist auch wirklich alles scheiße, obwohl es das nicht sein müsste. Es ist manchmal sehr schwer, wirklich positiv zu bleiben. Nicht übermäßig optimistisch, aber zumindest auch nicht pessimistisch. Einfach realistisch mit einem Hang zur positiven Einstellung. Ich glaube, es ist ganz gesund. Es ist, wie gesagt, manchmal nicht leicht, weil uns Kleinigkeiten schon aus der Bahn werfen. Oh, wie schön.
Oder weil auch manchmal größere Sachen anstehen, die uns die Laune verderben. Aber es ist, ich weiß nicht, so ein Phänomen. Worüber ich hingucke, es gibt immer irgendwen, der schlechte Laune hat. Manchmal kann ich das dann nachvollziehen und manchmal, weiß ich nicht, kann ich nur mit dem Kopf schütteln, worüber sich die Leute immer solche Gedanken machen. Aber das empfindet natürlich jeder anders. Man kann da sowieso nicht so viel gegen machen. Also ich kann euch jetzt natürlich nur mit auf den Weg geben, zu versuchen, das Ganze ein bisschen positiver zu sehen und euch an Sachen zu erfreuen, die gut laufen. An der Tatsache, dass ihr Freunde, Familie und so weiter habt, die hinter euch stehen. Oder auch an so Kleinigkeiten. Genauso wie man sich über Kleinigkeiten aufregt, finde ich, hatte ich mit dir schon gesprochen, sollte man sich auch über Kleinigkeiten freuen. Zum Beispiel auch, dass es heute euer Lieblingsessen gibt. Oder dass ihr schöne neue Schuhe habt. Oder dass ihr eine gute Note geschrieben habt. Also ich finde schon, dass man sich auch an Kleinigkeiten erfreuen sollte. Und wenn es, wie gesagt, nur solche Sachen sind. Aber das macht das Leben doch angenehmer, wie ich finde. Das finde ich immer so schade, wenn ich dann Leute sehe, die wirklich strikt negativ sind wegen allem. Und du kannst dann noch so auf die Leute einreden, es wird dann einfach nicht besser. Deswegen an dieser Stelle, egal ob wir nervige Groings haben, die einen 20 Runden am Stück verwirren, oder nervige Zubiris, oder einen nicht ganz so schönen Ort wie den Pyroberg hier, lasst euch davon nicht die Laune verderben. Ich versuche es. Das Groing hat mich schon ziemlich aufgeregt, das hätte ich gern an die Wand geklatscht, aber es geht. Ich habe mich wieder gefangen und widme mich jetzt dieser Träumerin hier. Mit ihrem Pummeluff. Du könntest mich potenziell auch ziemlich nerven, wenn du mich einschläferst. Hoffen wir einfach, dass du das nicht tun wirst. Oh, Level 35. Geheimpower! Sieht aus wie ein Schattenstoß, hat aber Wirkung auf das Pummeluff. Weckruf. Das kannst du gerne machen, ich bin hellwach. Ich meine, wir haben 13 Uhr aktuell, durch diese Folge aufnehme. Da sollte ich auch hellwach sein. Wenn ich nicht gerade die Nacht durchgemacht habe, aber das mache ich normalerweise nicht. Dafür bin ich eine viel zu große Schlafmütze. Also ich sag mal, wenn ich Silvester dann bis 1-2 Uhr aufbleibe oder so, das ist dann schon so das Höchste der Gefühle. Das finden viele Leute wahrscheinlich eher niedlich, aber ich brauche meinen Schlaf. Und ich meine, ich schlafe auch schon recht lange, allgemein. Aber ich könnte nie einen halben Tag verschlafen. Also Leute, die dann wirklich erst um 4-5 Uhr morgens ins Bett gehen und dann bis mittags schlafen, das muss ich nicht haben. Hallo, wir machen ja eine Mutprobe. Wenn ich meiner Freundin zeige, wie cool ich bin, werden ihre Gefühle für mich bestimmt noch stärker. Ich glaube nicht. Ich glaube, deine Freundin mag dich so, wie du bist. Da musst du ihr auch nicht irgendwas beweisen. Nekoro und Voltenso. Okay. Die Sache ist, wer ist potenziell gefährlicher? Ich weiß es nicht, ich grab mich erstmal ein. Und vielleicht grabe ich mich einfach doppelt ein. Donnerzahn. Bitte paralysiere mich nicht oder lass mich zurückschrecken oder was auch immer das machen kann. Ich weiß gerade gar nicht. Kann Donnerzahn? Also zurückschrecken vielleicht. Ich glaube, paralysieren nicht. Und tschüss. Das sieht irgendwie sehr lustig aus. So. Einmal Schaufler. Oh, Statik. Na gut. Na gut. Und zweimal Schaufler. Na, noch eine zweite Statik. Natürlich. Heute ist irgendwie nicht so mein Tag, was Statusveränderungen betrifft. Ich meine, dass die Statik ausgelöst wird, die Wahrscheinlichkeit war jetzt nicht so gering, aber Anziehung. Nein. Machen wir mal eine wobei, ja doch, machen wir mal Stärke. Und du kannst mal da Mononoke wieder entparalysieren. Denn wenn das Ding wirklich dann nochmal eine Anziehung macht, könnte es Totoro treffen. Und deswegen sorge ich auf jeden Fall dafür, dass Mononoke vernünftig angreifen kann. Das ist in dem Fall, glaube ich, wichtiger.
So, weil paralysiert und Anziehung muss dann doch nicht sein. So, und den Paraheiler für Totoro. Könnte ich auch nach dem Kampf machen. Aber was man hat, das hat man. Du kannst gerne Mogelhieb machen. So mitten im Kampf. Ich weiß ja nicht. Und tschüss. Und 37. Es wird Sonntag. Wäre in der Konstellation gar nicht so schlecht, aber nein. Beim normalen Durchspielen spiele ich dann doch lieber ohne Wettereffekte. Außer ich habe zufällig einen Despota oder so. Das ist dann immer so ein bisschen anstrengend mit dem Sandsturm. Aber was will man machen? So. Du hast 37. Ich glaube, hat Fulipuba Glaciola heute schon irgendwas gemacht? Ich glaube nicht. Und dich hatte ich. Manchmal frage ich mich schon, zu welchem Zweck die Leute Grabsteine aufstellen. Vermutlich, um einfach einen Ort zu haben, wo sie die Leute nochmal besuchen können. Und um diese Orte auch wiederzufinden. Oh, hier ist sogar... Die Grabsteine sind hier so ein bisschen anders. Wollt ihr beide auch kämpfen? Ja. Dass wir zu Schwestern geworden sind, verdanken wir dem Fluch eines Geister-Pokémon. Niemand ist stärker als wir. Okay. Sie sagt, ihr wurdet von Geister-Pokémon vereint, die andere sagt von Feen-Pokémon. Na gut, Girafarig und Flunkiefer. Interessante Kombination. Na, da ist vielleicht Glaciola nicht so perfekt gegen das Flunkiefer, zumindest nicht. Aber ich mach mal einfach einen Eissturm und guck, was passiert. Und einen Feuerzahn. Zen-Kopfstoß. Oh, das geht. Ich hoffe, ich bekomme halt keine Stallattacke gleich ab. Ich weiß nicht, was Flunkiefer auf dem Level für Stallattacken kann, aber das wäre halt vielleicht ein bisschen schmerzhaft geworden auf Glaciola, aber so ist das kein Problem. Gibt auch gute Erfahrungspunkte. Und Eissturm! Wie ist das eigentlich? Im Doppelkampf, wenn ich jetzt ein Erdbeben mache. Oder nehmen wir ein anderes Beispiel. Wenn ich den Eissturm mache, der hat ja eine Stärke von, ich weiß gar nicht, 55 oder so. Glaube ich. Und wenn er im Doppelkampf eingesetzt wird, dann wird die Stärke geteilt. Quasi die eine Hälfte geht auf das linke, die andere Hälfte auf das rechte Pokémon. Oder volle Stärke auf beide. Ich meine, es wird geteilt. Ich weiß nicht, wie es bei solchen Attacken wie Erdbeben ist, ob es dann gedrittelt wird, weil es das eigene Pokémon auch noch trifft. Ich habe mir das nie so zu Gemüte geführt. Nein, kein Hagelsturm. Ich frage mich nur, wie ist das denn, wenn man im Doppelkampf nur noch einen Gegner hat? Wird es dann immer noch geteilt, nach dem Motto, es geht auf das unsichtbare Pokémon? Oder hat man dann die volle Stärke? Ich habe keine Ahnung. Oh, Flammensturm. Flammensturm ist allerdings speziell. Ich werde ihn aber vermutlich trotzdem mal mit reinnehmen. Den Schaufler will ich behalten, der ist ganz praktisch. Weil ich habe ja später auch einen Flammenblitz anstelle von Feuerzahn. Aber ich will vielleicht auch mal eine Attacke haben, die jetzt nicht so stark ist. Aber wo ich auch keinen Rückstoßschaden habe. Deswegen werde ich den Flammensturm auch erstmal mit reinnehmen. Wie gesagt, ist... Moment. Du hast 80, ja. So. Ist natürlich bei Flamara jetzt nicht ganz so phänomenal, weil Flamara ja physisch ausgelegt ist. Aber wie gesagt, wenn ich später meinen Flammenblitz habe, will ich auch nicht immer nur Flammenblitz machen. Das tut ja auf Dauer auch so ein bisschen weh. Da will ich auch mal eine schwächere Variante haben. Und ich denke, da ist der Flammensturm gar nicht so verkehrt. Ich weiß gar nicht, ob der Feuerzahn letztendlich nicht doch noch besser wäre. Müsste ich mir mal überlegen, aber erstmal kann es nicht schaden, die Attacke zu haben. So. Aber ich glaube, wenn ich so auf meine Level gucke... Ah, du willst auch noch kämpfen. Also wir machen jetzt ja noch den Pyroberg fertig mit dem Team und dann wechsle ich ja wieder. Dann machen wir quasi das Team Magma-Versteck, die Küstenhöhle... Und den Weg nach Moosbach inklusive der Arena. Weil ich glaube, wenn ich sehe, ich habe jetzt schon 37. Die anderen haben zwar nicht 37, aber die kann ich ja auf Teamniveau trainieren. Und Ben und Svenja haben 42 und da kommt ja noch ein bisschen was. Also ich glaube, ich mache erst die Arena und dann die anderen Wasserrouten. Ich glaube, sonst bin ich ein bisschen überlevelt. Weil auch ohne EP-Teiler läuft das doch eigentlich ziemlich gut mit dem Training. Ich weiß auch nicht, wie das bei den Evolis ist. Ob die... eher weniger oder eher mehr Erfahrungspunkte brauchen als andere Pokémon. Aber es läuft auf jeden Fall sehr gut. Wie viel Schaden macht mein Zauberschein? Ja, einiges. Und ruckzuck hinterher.
muss nicht riskieren, dass du noch irgendeine blöde Attacke machst. Wie Konfu-Strahl. So. Ich glaube, so langsam sind wir aber vielleicht auch mal oben angekommen. Lachsrauch. Nimm ich mal mit. Ja, bitte. Genau, da kann ich entlang. Ihr schaut euch hier wahrscheinlich nur um. Besucht euer Pokémon. Ja, aber du siehst noch aus wie ein Trainer. Du bist ein Backpacker. Du bist bestimmt zum Kämpfen hier. Hallo. Für einen Reisenden wie mich sind Pokémon wichtige Weggefährten. Ja. Ich meine, hätte ja auch sein können, dass er einfach mit schwerem Gepäck hier angereist ist, um sein Pokémon zu besuchen. Aber irgendwie, ich weiß nicht. Es sah mir so ein bisschen fehl am Platz aus. Kecleon. Ja gut, ich habe sowieso nur Feenattacken. Um mit dem Farbwechsler zu spielen. Heißt der Farbwechsel? Na ja, genau. Aber das passt schon. Tarnung. Typ Geist. Okay. Wenn du meinst, ich mache weiter Zauberschein. Viele andere Optionen habe ich ja nicht. Außer Feenattacken einzusetzen. Okay, er macht gerne Tarnung, wie ich sehe. Er wurde wieder zum Geist. Okay. Tschüss, Kecleon. Das war irgendwie... Also, ich weiß nicht, es gibt so Kämpfe, wo die Pokémon wirklich mal die ungünstigsten Attacken einsetzen, um mich irgendwie zu nerven. Und dann gibt es so diese Kämpfe, wo die einfach nur Unfug einsetzen. Oh, Mondgewalt. 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 Stärke 80, der Zauberschein. 95. Der Anwender macht sich die Kraft des Mondes zunutze. Die Sache ist, auf was verzichte ich jetzt? Der Diebeskuss ist halt schon sehr praktisch für Heilung. Ruckzuckieb als Prio. Sternschauer trifft halt immer. Und dann auch den Feenschichtbonus. Also ich glaube, ich verzichte wirklich auf den Zauberschein. Ich habe ja auch noch die TM davon. Also ich könnte mir jederzeit den Zauberschein zurückholen. Mondgewalt. Mondgewalt ist so eine tolle Attacke. So, dann bin ich hier jetzt erstmal fertig. Hier geht's raus aus dem Pyroberg, richtig? Ja. Da können wir beim nächsten Mal vorbeischauen. Und hier geht's noch weiter hoch. Ah, hier sind wir ganz oben angekommen. Willst du auch noch kämpfen? Aha, aha, aha. Du philosophierst nur herum. Alles klar. Nein, das ist viel zu klein. In dem Grab ist nie und nimmer Platz für mein Pokémon und mich. Selbst für mich allein würde es darin ja schon arg eng werden. Nein, das reicht noch lange nicht. Ihr macht euch Gedanken. Ah. Hier oben ist noch ein Megastein. Mittitales Nied. Ich hätte eher mit irgendeinem Geist gerechnet, aber gut. Ich fühle mich ja schon fast schlechter, jetzt hinzulaufen und die TM einfach mitzunehmen. Oh, Spukball. Das ist ziemlich cool. Moment, ich gehe mal wieder aus dem Weg. Ich will mich nicht davor stellen. Spukball. Das kann irgendwie jeder lernen. Wow. Das ist halt eine starke Attacke auf jeden Fall. Muss ich mal durchgucken, für wen sich das lohnen würde. Also Psyana oder Nachtara vielleicht. Also Psyana fände ich vielleicht gar nicht schlecht. Oder Evoli. Mal gucken. Ist auf jeden Fall eine starke Attacke und warum nicht? Ne? Spukball finde ich eigentlich ziemlich gut. Ja, dann würde ich sagen, beim nächsten Mal schauen wir uns hier außen vom Pyroberg ein bisschen um und gucken, dass wir Team Magma bekämpfen, mal wieder. Ja, ich würde sagen, das war's für heute mit Let's Play Pokémon Omega Rubin und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, ciao Leute!